Hi Leute, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Mining and Construction mit Freezy und Tiger ist auch wieder dabei. Hallo. Ja, wir hatten jetzt zwei Folgen, nee, zwei, drei Folgen glaube ich sogar ohne Tiger. Es war auch richtig entspannt. Wow. Euch. Nein, Spaß. Ja, Tiger ist aber wieder da jetzt. So, das heißt, wir können wieder 100% Produktion fahren, ne? So, jetzt müssen wir aber mal ganz kurz gucken, wie es hier mit dem Stahl aussieht. Okay, Füsi. Ja? Als ich gesagt habe, leg doch die Stahlpaletten außen hin. Ja. Meinte ich eigentlich nicht, dass du sie auf den Kopf legen sollst. Sind da rumgepackt, Alter, rumgeflogen und so. Er hat es echt geschafft, die auf den Kopf zu legen. Krass. So, hier ist wieder eine fertig. Ah, die ist auch ziemlich rumgebackt gerade. Ja. So, was denn? Ah ja, als Maul. Nein, ehrlich, die ist übelst durch die Luft geflogen, ist auf den Kopf gelandet. Ja, genau. Ja. Okay. Nicht. Auf jeden Fall, Nein, Spaß, alles gut. Ja, auf jeden Fall, Vorproduktion geht weiter. Leute, ey, echt mega. Mega scheiße, wenn man den Urlaub fährt, irgendwie. Das ist echt der Nachteil, ne? Ich hab heute einen Clip zugeschickt bekommen. Echt? Ja, von gestern vom Livestream bei dir. Oh. Hab ich dich hart beleidigt, wo du nicht da warst? Nee. Ist. War ein kurzer Bier umgekippt oder was? Oh. Na, sag nichts dazu. Aber nicht nur kurz und nicht nur wenig. Ich hab's gesehen. Alter, das kam oben raus, die Flasche war voll. Ja, ich hab doch gesehen, wie du noch da abgeschlürft hast. Naja, vor allen Dingen, ich bin dran gekommen und sie ist halt zu mir gekippt, ausgelaufen. In dem Moment habe ich vor Schreck sie voll wieder aufgestellt und da ist die Kohlensäure nur so entfaltet worden in der Flasche. Und dann hat die halbe Flasche gedacht, sie entleert sich jetzt nach oben. Ah, grauenhaft, ja. Und dann musste ich hier noch wischen und musste noch, ach, naja. Aber meine Frau hat heute das ganze Herrenzimmer sauber gemacht, fand ich echt nett von ihr. Das ist echt nett. Ja, weil es liegt wahrscheinlich daran, dass wir in den Urlaub fahren morgen. Also es ist jetzt gerade Samstagabend, wo wir aufnehmen. Die letzte Möglichkeit überhaupt noch aufzunehmen, weil um 8.30 Uhr starten wir Richtung Leipzig. Und ja, wahrscheinlich freut sie sich so sehr, dass sie halt gütigerweise, als ich ja das erzählt habe mit dem Bier, noch mein Handzimmer sauber gemacht hat. Ja. Während ich, was habe ich gemacht? Ach, ich war im Fitness. Ja. Keinen Bock auf die ganzen Arbeiten, die nachher drin sind, wenn eine Woche weg seid. Ja. Hier so ein kleiner Haufen bei mir im Zimmer ist. Ja. Das ist eine kleine Kolonie gebildet. Ja, ey, voll das Nest. Ja. So, aber wir haben gestern den Sieg im Squad geholt. Oh, ach, lol. Echt? Ja. Ah, nice. Ja, den Sieg im Squad haben wir geholt. War sogar richtig gut. Wir haben mit Scheiten. Ich weiß nicht, wie er genau ausgesprochen wird. Mit dem haben wir. Wie? Scheiten. Mit dem haben wir damals Arma mal gespielt, glaube ich, für sie. Ja. Kann ich auch noch. Ja. Und der hat dann so. Naja, die verrückte Vanessa war wieder mit dabei. Ne? Ja. Und, was würde ich sagen? Die hat mich schon wieder so aufgeregt. Das war jenseits von Gut und Böse. Und da hat sie so gesagt, ja, sie hat noch einen Kollege, weil... Ach, die Bertha musste dann ins Bettchen. Oh ja, und muss ja auch da arbeiten. Ja, und da habe ich so gesagt, ja, wer ist denn das und so? Na, hier ist Shaden und so. Und der ist echt super sympathisch, ne? Also das ist echt ein netter Kerl. Finde ihn super, also den mag den echt. Ja, also der ist echt gut drauf. Und echt gut, also ich fand ein guter Fortnite-Spieler. Ja, dann wird mal zu viert hier oder was? Hä? Wir dann jetzt bald zu viert hier oder was? Warum? So gut. Nee, wir bleiben zu dritt. Halt, Shaden, Tiger und ich. Hab ich schon gefragt, ist alles klar, sind deine letzten Folgen. So, alles klar. Mausi? Ja. Warte mal kurz. Was?
Was ich für Schuhe mitnehmen? Da ja, kann man die noch mal ein bisschen sauber machen, weil die sind ja echt dreckig, ne? Fitnessschuhe. Ne, die müssen aber ja meine Fitnesstasche in dem Sinne mitnehmen. Ja. So. Ah, Frau packt gerade Koffer. Hochsensibel. Sehr sensibles Thema. Da muss ich mitspielen, ansonsten ist der Ausraster dann doch nicht mehr lustig. So, ja, aber wie gesagt, er hat ganz gut Fortnite gespielt und da haben wir einen Squadzi geholt. Das war echt cool. Ich war dann noch mit Shaytin zu zweit am Ende und wir haben dann richtig rasiert nochmal, gell? Was? Ja, war cool, war echt lustig. Spaß gemacht, quasi. Ja. Also im Allgemeinen war der Stream echt ganz chillig gestern, muss ich wirklich sagen. Ist einfach immer wieder cool mit den Leuten. So, ich habe jetzt hier Quelle. Reichlich Quelle. Was machst denn du da? Bist du auch Quelle? Mhm. Sag, dass du Quelle hast, du Bock. Okay, mal rein. Ja, viel geht da noch nicht mehr rein. Ach, da gehen noch 40.000 Liter rein. 30, 32. Ah, oh, 32. Ja. Brauchst du die richtige Radar jetzt gerade im Moment nicht, oder? Nee. Und ich wollte dir nochmal eine Fuhre Steine holen. Gibt den nicht ab. Muss hier an den hier von dem Sand. Sonst Auto. Muss ich einfach die Mulde auswählen. Ja, warte. Ich kann die Mulde. Doch mit G. Ja, doch. Leck mich doch, ey. Aber er kippt nicht ab, Mann. Nein, da geht das auch nicht. Du musst hier von dem Sandtrigger. Hier. Ich hab's auch da probiert. 500.000 Mal hin und her gefahren geht nicht. Wenn du vom Sand stehst, geht das. Auch nicht? Welcher wahnsinnig. Nein. Probiert selber hier mit dem scheiß Ding. Brauch ihn eh danach. Was? Brauch ihn eh danach, den LKW hier. Alter, hier fehlt ja schon wieder alles, ey. Ja, das ist... Die Produktion ist mir echt zu hoch. Das ist mir zu hardcore, Alter. Was? Kann nicht wahr sein, ey. Ja, ganz toll. Und du? Kippst du die Scheiße wieder von ab? Stone Powder, Tar und Riversand 2. Warte mal. Ja, Riversand 2 wollte ich jetzt holen. Ja. Hol, Achso, Tiger macht die Stone rein, okay. Ja, dann hol mal Riversand. Ah, wie sieht es eigentlich hier aus? 180k. Brauche ich mal wieder eine kleine Fuhre Limestone. Haben wir noch einen Anhänger irgendwo? Ja. Okay. So. Hm.
Der, das wieder voll ist, Rohr dahin, ey. Das ist ja ein Kunde. Okay, jetzt bau dir oben ein Lager für so was. 1.1. Lager? Ja, in der 1.1 kommt das Lager. Was? Was? Woher weißt du das? Weil ich mit dem Dude dick bin. Schreiben wir mal so ein bisschen. Oh, ja nice, läuft ja. Ja. Nee, Spaß. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob überhaupt noch was kommt. Tiger, kannst du da noch mal mit deinem Radlader zum Limestone kommen? Ja. Was hast du eigentlich heute Schönes gemacht, Tiger? Naja, wenn man einen eigenen Haushalt hat, muss man zwischendurch ein bisschen rumputzen und so, ne? Okay, hast du geputzt heute? Putzt. Du warst wie beim Messi bei dir, ey. Du warst doch nicht mal hier, du willst das beurteilen, oder was, du Lappen? Ja. Ja. Eine Frau oder so. Ich glaube, bei Fisi wird es aussehen wie Messi, wenn er seine nicht hätte. Ja, glaube ich nicht. Das... Du räumst ja nichts weg. Was? Alter. Echt? Räum mal hier nichts weg, Alter. Ich räum lieber den scheiß Teller in die scheiß Spüle oder in den Geschirrspüler, als mir 5 Minuten lang eine Predigt anzuhören, Alter. Ja, sag ich auch, wenn du keine Frau hättest. Ich glaube, dann wäre es anders. Ja. So. Wie viele Folgen Mining hatten wir überhaupt? Welche Folge ist das überhaupt? Hat ihm was vorhin gesagt, von nächste Woche Freitag. Animes. So. Wir haben Donnerstag 3 Folgen aufgenommen. Das ist jetzt die 4. So, vorab. Schreib mich nicht so an! Los, Tiger, bist du schlecht gelaunt? Nee, ja, aber du weißt ja, ja. Schwere Maschinen, Lautstärke, da muss man halt mal die Stimme benutzen. Das stimmt. Ja. Tiger, Limestone! Jo! Auf der anderen Seite. Boah, der rutscht aber hier. Ja. Ja, ich weiß nicht, ob das die konventionelle Art und Weise ist. Du hast auch Früchte getragen, also von daher. So. Das ist nicht mal ein Automatikgetriebe, es geht von der 3 in die 9. Alter Schwede. Ich weiß jetzt, wie ich samstags freikriege. Wie denn? Spät kommen. Zu spät kommen? Ja. Bist du halt zu spät gekommen? Der andere Lehrling ist zu spät gekommen, wurde dann nach Hause geschickt. Was? Echt jetzt? Ja. Das aber auch. Man muss aber dazu sagen, er kommt immer zu spät. Er kommt notorisch 10 Minuten zu spät. Er schafft es sogar. Wenn er ist so hohl, der weiß nicht, welche Schichten der hat. Man kann es zwar vergessen, passiert mir auch, dann frage ich oder rufe an oder was auch immer. Dann hat er Spätschicht, kommt zur Frühschicht, dann wird gesagt, also Spätschicht. Bleibe ich hier. Der sitzt 1,5 Stunden lang in dem Pausenraum. Kommt noch zu spät. Krass. Ohne Scheiß. Kriegt dann eine Abmahnung. Okay. Faule Sau, ey. So. Ja, die Lehrlinge von heute. Unfassbar, ey.
war aber auch nicht anders. So. Okay, Freunde, wir sind aber erstmal wieder fertig. Ready to fly. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Lasst das Däumchen da, wenn es euch gefallen hat. Wir sind erstmal raus. Bis dahin. Tschüss.